Ja, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Bernd Fuhrmann. Ich bin Head of Sales, Head of Business Development bei PageTrip. Was das genau ist, komme ich gleich dazu. Ich sollte beim letzten Mal eigentlich auch schon dabei sein, bin jetzt in den heutigen Slot reingerutscht und freut mich sehr, dass ich da bin. Und ich habe mir ein Thema ausgesucht, das mich eigentlich schon mein ganzes Leben beschäftigt. Es war Zeit meines Lebens im Bereich Vertrieb, Sales, mache das irrsinnig gerne. Begeistere Menschen von Ideen, von Konzepten, von Tools. Und habe auch das Thema ausgewählt, Sales im digitalen Zeitalter. Meine These ist, Geschäfte werden immer noch zwischen Menschen gemacht. Und die Frage ist, ändert sich da etwas für uns oder bleibt alles so, wie es ist? Wahrscheinlich ändert sich doch einiges. Und auf das möchte ich ein bisschen eingehen. Ich nehme euch mit auf eine kleine Zeitreise der letzten 5, 6 Jahre. Was ich so gemacht habe, was ich gesehen habe. Ich habe euch mitgebracht 4 Thesen, die sich aus dieser Zeitreise ergeben. Und wenn ihr wollt, auch 2 konkrete Themen, Learnings, Kernthesen, die ihr dann für euch auch mitnehmen könnt. Wenn wir zu dem Thema vielleicht noch bleiben, Sales im digitalen Zeitalter, ich denke hier oder ich rede hier ganz konkret auch über den B2B-Sales. Alles, was im E-Commerce-Bereich passiert, geht es natürlich viel um das Thema, das auch die Digital Word Academy wahrscheinlich großteils abdeckt, digitale Mechanismen, Plattformgedanken. Viele Firmen beschäftigen sich schon noch mit Verkauf zwischen Unternehmen, Unternehmen verkaufen Unternehmen. Und so viel ich da auch unterstütze, irgendwann komme ich an einen Punkt, wo auch Menschen aufeinandertreffen. Und da hat sich in den letzten Jahren in meiner Beobachtung auch einiges getan und das ist ein bisschen das Thema des heutigen Talks. Und da möchte ich euch gerne mitnehmen. Ich zeige euch ein bisschen, was ich so gemacht habe. Soll kein Lebenslauf werden oder keine CV-Besprechung, aber es sind ein paar Connecting Points dabei, die ich euch zeigen möchte. Und meine erste Station vor ein paar Jahren war die Firma kununu. Das kennen vielleicht einige, ist eine Plattform, wo es darum geht, dass Mitarbeiter ihre Firma bewerten, anonym, sehr zum Leidwesen mancher Unternehmen, die das nicht gerne wollten und auch immer noch nicht gerne möchten. Habe auch keine Ahnung, wie sich das jetzt mit der Datenschutzgrundverordnung ändert, ob man da mehr Eingriffsrechte hat. War eine sehr spannende Reise, war nämlich die Zeit, als kununu, und das wissen vielleicht manche, verkauft wurde an die Firma Xing. Es ist als Marke weiterhin existent. Mittlerweile 100 Mitarbeiter, die am Standort in Wien arbeiten. Wien, Berlin und Boston haben einen kleinen Ableger auch in den USA gegründet, um dort ein bisschen den Markt aufzumischen. Und das war eine sehr spannende Reise. Xing hatte zu dem damaligen Zeitpunkt rund 560 Mitarbeiter, jetzt mehr als verdoppelt. Besteht seit 2003, kununu 2007 gegründet, das heißt ein Startup, die waren zu dem Zeitpunkt 2014, 2015 schon so reif, dass sie eigentlich verkauft wurden. Und mich hat das sehr, ich fand das sehr spannend, weil das Team damals, das Sales-Team vor allem mit 7 Leuten relativ überschaubar war, die Ziele aber enorm groß. Also Xing hat da ordentliche Ziele den Gründern Martin und Marc gesteckt. Und wir haben das dann 2 Jahre lang miteinander bearbeitet und uns angeschaut, welche Mechanismen stecken dahinter. Und eine sehr, sehr spannende Idee, ich komme nachher auch nochmal darauf zurück, wie man eigentlich eine Plattform oder mit einer Plattform das ganze Thema Inbound Management ganz elegant lösen kann. Die nächste Station war auch ein HR-Startup, First Bird, da geht es um das Thema Mitarbeiterempfehlungen. Mitarbeiter werben Mitarbeiter, ein Startup, das sich gegründet hat aus einem Recruiting-Need, dass Firmen sagen, wenn ich Mitarbeiter auf Empfehlung bekomme, dann hat das einfach gewisse Mechanismen. Das kennen wir alle, wenn wir eine Empfehlung von einem Freund bekommen, zu einem Kinofilm oder für einen Arbeitskollegen, dann wissen wir, dass es das einfach eine gewisse Seriosität hat und Mitarbeiter auch dann tendenziell länger im Unternehmen bleiben. Sehr spannende Reise, relativ neu gegründet, 2013, also vor 5 Jahren, ja, auch nicht mehr so jung. Mittlerweile auch 35 Mitarbeiter. Damals waren sie der Gründer und ich. Und wir haben angefangen, mal quasi den Markt für Empfehlungsmanagement, digitales Empfehlungsmanagement aufzubauen. Und seit letztem Jahr bin ich bei einem Projekt dabei, das heißt PageTrip, ist ein Digital Publishing Tool, wo es darum geht, dass kreative
Menschen, Grafiker, selbstständig Inhalte erstellen können, die die Software dann automatisch in den HTML-Code umrechnet. Das heißt, die Idee ist, Magazine, Online-Content so zu erstellen, dass der nicht mehr gecodet werden muss und nicht mehr bearbeitet werden muss, sondern direkt so, wie es der Grafiker erstellt, auch publiziert werden kann. Sehr, sehr spannendes Thema, hat viel mit Verlagen zu tun, viel mit Agenturen zu tun. Und ja, das Thema PageStrip ist aus der Alice Interactive, das ist eine Digitalagentur, gegründet worden. Deswegen Gründung 2016, weil das Produkt PageStrip 2016 fertig war und entstanden ist und jetzt seit gut anderthalb Jahren im Markt ist und mit rund 40 Kunden und einigen Lizenzen im Markt jetzt schon ganz gut unterwegs ist. Und warum erzähle ich euch das alles? Alles, was diese Themen beanlangt, das ist das, was mich reizt an diesem Thema und was mich auch beschäftigt, ist, wie kann ich das Thema B2B-Sales mit dem Thema Plattformen, Software as a Service, wo man eigentlich glaubt, Software as a Service muss ich eigentlich selber verkaufen und ich muss nur geeignete Digitalkanäle bespielen, dann verkauft sich das Ding von alleine. Das ist ja das, was auch viele Startups glauben, dass das von sich selber aus heraus passiert und merken dann, dass eine großartige Idee noch lange nicht heißt, dass dahinter ein Geschäftsmodell ist, das auch entsprechend funktioniert. Deswegen bleibt meistens nicht erspart, den harten Weg über eine ehrliche Vertriebsarbeit zu gehen. Natürlich beschäftigt mich auch das Thema Inbound-Marketing. So goldene Zeiten wie bei Kununu und Xing gibt es nicht immer. Viele versuchen dann eben auch über geeignetes Marketing Inbound-Kanäle zu schaffen. Und das ist eine große Herausforderung, aber auch sehr, sehr spannend. Und ich setze dann eigentlich nachher auch an, was passiert eigentlich nach diesem Schritt. Conversion und CRM-Themen, das ist auch mein Steckenpferd, darum komme ich mich bei allen diesen Projekten. Und ich habe vorhin schon kurz erwähnt, warum ist Kununu und Xing so einzigartig? Wer die HR-Szene und das, was Personaler beschäftigt, ein bisschen anschaut oder auch selber ein Unternehmen führt und Mitarbeiter sucht, wird merken, dass das teilweise gar nicht so einfach ist. Die richtigen Leute zu finden, die die Erfahrung haben, die das Know-how mitbringen und aber auch zur Firmenkultur mit dazu passen. Und Kununu hat es geschafft mit dieser Plattform. Das funktioniert folgendermaßen. Wenn ich jetzt als Mitarbeiter die Alice Interactive als Unternehmen bewerte, dann kreiere ich auf der Plattform den allerersten Datensatz für das Unternehmen. Und wenn das dann zwei, drei andere meiner Kollegen machen, dann taucht es irgendwann mal quasi im CRM auf, hey, da ist eine Firma, die ist schon mehrfach bewertet worden. Und das ist eigentlich ein automatisches Inbound-Management, das sich dadurch ergeben hat. Und das war für die Vertriebsarbeit natürlich extrem spannend, herauszufinden, wann ist ein Unternehmen entsprechend in der richtigen Verfassung, zu einem Sales-Qualified-Lead zu werden. Und wer sich so die Xing-Historie anschaut, ich habe die Zahlen dann nochmal mit hingeklatscht, wer sich die Unternehmenszahlen von Xing anschaut, das funktioniert schon richtig gut. Und das hat so in den Jahren 2013, 2014 angefangen. Prescreen ist jetzt mit dazugekommen, die auch das Thema HR als etwas neueres Bewerbermanagementsystem auch erweitern. Also die tun schon sehr, sehr viel dazu. Und das war eine sehr spannende Zeit, sich auch zu überlegen, wie funktioniert Inbound-Management und wie kann man das so weit automatisieren, dass das wirklich von alleine flutscht. Und das ist auch das, was ich versuche jetzt mit allen Projekten immer ein bisschen auch zu überlegen, wie kann ich es schaffen, möglichst viel Interesse zu wecken. Da kommen wir jetzt eigentlich auch schon zu dem ersten Thema dann. Ich habe mir etwas ausgeborgt vom Marc von Hotja. Hotja ist vielleicht manchen bekannt, die sich mit dem Thema Webseitengestaltung beschäftigen. Du kannst da quasi eine Heatmap erstellen, wo sind User auf deiner Seite. Und der hat das auch mal ein bisschen zusammengefasst und ich habe mir ein paar Ideen von ihm entlehnt. Er hat gesagt, der Kern unseres Erfolges, unseres Unternehmens war, dass wir nicht versucht haben, irgendein Problem zu lösen, das da draußen ist, sondern wir haben uns angeschaut, was würden wir eigentlich gerne für ein Produkt am Markt sehen und was würden wir gerne selber verwenden. Und das war quasi die Gründungsidee und das ist auch, wenn ich mir die Startups anschaue, die ich da jetzt betreut habe in den letzten Jahren,
Natürlich besteht da auch eine Nische und auch ein Markt dafür, aber die Gründungsidee kam immer so ein bisschen aus dem eigenen Ding heraus und das hat auch die ganze Firmenkultur entsprechend geprägt. Ich glaube nicht, dass eine großartige Idee schon allein Business macht. Kennen wir auch, dass es viele tolle Ideen gibt, viele Startups, die am Markt unterwegs sind. Aber aus vielen Ideen wird auch einfach nichts, weil die entsprechenden Rahmenparameter nicht dazu passen. Und da geht es auch ein Stück weit darum, seine Zielgruppen wirklich genau anzuschauen. Es gibt, wenn ich jetzt in die Runde wahrscheinlich mal durchfrage, oder auch selber jetzt PageTube, könnte ich auch sagen, eigentlich könnte jedes Unternehmen, das irgendwas mit Publishing zu tun hat oder mit Dingen publiziert, ob das jetzt ein Blog ist, ob das ein Artikel ist, ein Magazin oder sonst irgendwas, könnte das eigentlich brauchen. Das heißt, meine Zielgruppe könnte ich per se mal enorm groß gestalten. Wird es aber nicht sein. Das heißt, ich muss mir schon genau überlegen, was ist denn der wirklich interessierbare Markt für mein Themengebiet. Womit technische Startups, auch PageTrip, immer ein bisschen kämpft ist, mach es so, dass es ein Fünfjähriger auch versteht oder deine Eltern. Das ist der erste Job, den ich habe, wo meine Mutter auch sagt, jetzt verstehe ich eigentlich, was du mal machst. Es war immer so ein bisschen bei Kununu, Xing, wer braucht das? Ja? First Bird, okay, könnte ich mir noch vorstellen, aber wozu? Und das ist das erste Mal, wo das ziemlich klar eigentlich auf den Punkt gebracht wird. Das hört sich einfach an, ist aber teilweise wirklich schwierig, Dinge auf den Punkt zu bringen. Ein Produkt zu bauen und es dann zu vermarkten, sehen wir jetzt auch bei PageTrip, ist auch eine ganz große Herausforderung. Also das Produkt mal so weit in den Markt zu bringen, marktreif zu bringen und danach dann wirklich ein Geschäft draus zu machen, das ist eine große Herausforderung. Das werden viele auch wahrscheinlich wissen. Und was sich daraus ergibt, ist das ganze Thema Kultur, Firmenkultur, das ist wahrscheinlich ein eigener Talk an sich. Ich habe es mal mit aufgeführt, weil es der Marc auch mitgenommen hat. Einen Punkt, seht ihr vielleicht, habe ich ausgelassen, der passt da einfach nochmal drauf. Deswegen habe ich ihn weggelassen. Nein, ich möchte eigentlich auf einen Kernpunkt kommen, nämlich genau diese drei Themenfelder, die mich da auch sehr beschäftigen. Und die bringen mich eigentlich zu zwei großen Kernpunkten. Das Thema Interesse wecken und das Thema Vertrauen und Verbindlichkeit. Das sind die zwei Kernaufgaben im Sales, die nach wie vor in dieser Form bestehen bleiben. Ob das jetzt ein Startup ist, ein Tech-Startup, eine etablierte Firma, das sind die zwei ersten Kernaufgaben, die jemand, der für die Außenwirkung des Unternehmens zuständig ist oder mit Kunden in Kontakt ist, als Hauptpunkte hat. Und das sind die zwei Themengebiete, um die ich mich heute auch ein bisschen und mit denen ich mich ein bisschen näher beschäftigen möchte. Interesse wecken. Vielleicht mal eine Frage an die Runde. Jetzt bringt die Kamera eh auch mit rein. Interesse wecken, geht das? Oder wer glaubt, dass das geht? Das ist jetzt die Frage der aktiven Teilnahme. Ja? Ein kleines Beispiel. Wer interessiert sich überhaupt nicht für Golf? Für die Sportart Golf? Darf ich dich gleich mal rauspicken, kurz als Beispiel? Wenn ich jetzt. Nein, bleib ruhig sitzen. Wenn ich jetzt dein Interesse wecken möchte, wäre das so wie hier: Sie wollen reden, dann legen Sie los. Ich würde dir jetzt erzählen, wie toll es ist, Golf zu spielen, wie toll es ist, in der Natur draußen zu sein. Du würdest mich wahrscheinlich mit einem leeren Blick anschauen und sagen: Was redet der? Was will der von mir? Genau, so ist es. Das heißt, das Interesse für das Thema Natur, Erholung, draußen sein, ist wahrscheinlich durchaus gegeben. Aber wenn ich jetzt mit meinem Themengebiet, ich möchte dir eine Golfmitgliedschaft verkaufen oder dich zu einem Event einladen, wo das Thema Golf wichtig ist, werde ich dir auf Granit beißen. Wenn es aber darum geht, quasi zu sagen, ich bringe Leute zusammen, die in der Natur zusammen unterwegs sind, die Zeit genießen, würdest du sagen, okay, das interessiert mich schon mehr. Das heißt, was ich damit sagen möchte, ist Interesse wecken und das kommt oft vor, das haben wir in den AIDA-Modellen, das kennt ihr vielleicht, Attention, Interest und so weiter. Da geht es immer darum, das Interesse zu wecken. Und jetzt bin ich da quasi und ich rede so lang, bis der dann irgendwann sagt, ja komm, wurscht,
gib her, was immer du mir verkaufen magst, ich nehme es, damit du einfach still bist. Funktioniert natürlich nicht, weil das ist da das, was dann sehr oft passiert, dass wir von Interessenten irgendwann nichts mehr hören. Die melden sich dann vielleicht nicht mehr, das verschwindet dann irgendwann, treffen wir uns mal nächste Woche, ja, ja, passt schon. Warum? Weil ich komplett am Thema dann vorbeigearbeitet habe. Interesse kann ich verstärken, kann ich herausarbeiten, aber ich kann es nicht wecken, wenn es nicht da ist. Ja, wenn mich jemand zum Thema Fliegenfischen irgendwas fragt, keine Ahnung, interessiert mich nicht, mache ich nicht mit. Und so ist es auch in Business-Themen. Das heißt, wenn ich eine Firma adressiere mit dem Thema und der Ansprechpartner, den packt das einfach nicht, dann werde ich dort nicht weiterkommen. Und wie kann ich es machen? Indem ich mich mit demjenigen unterhalte und mich ehrlich auf ein Gespräch einlasse und versuche herauszufinden, was denn vielleicht eine Problemstellung ist, was ein Thema sein könnte und wo wirklich auch ein Interesse da ist. Ob das dann einen Fit gibt oder nicht, das kann dann sein wie bei The Last Samurai. Ich kenne deinen Namen, du kennst meinen Namen, das war ein gutes Gespräch, vielen Dank. Ist auch oftmals vielleicht das Bessere, weil bevor ich mich da irgendwo an etwas verbrenne, lasse ich es dann vielleicht auch mal lieber sein. Und das ist ein sehr, sehr weitreichendes Thema, das hat jetzt mit Gesprächskultur zu tun oder mit Gesprächen zwischen Menschen, hat aber auch mit dem Thema Zielgruppe zu tun. Das heißt, wenn ich mir oder wenn ihr euch mal morgen überlegt, mit wem ihr Geschäft macht oder wen ihr adressieren möchtet, überlegt euch mal, was könnte denn das Interesse dieser Personengruppe sein, und wir reden ja im Marketing sehr stark über Targeting. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich habe für PageTrip noch nicht den Stein der Weisen gefunden, obwohl ich mich jetzt schon ein paar Monate darum kümmere. Ist es immer noch ein Suchen und Wiederfinden und Wiederverwerfen, weil ich dort auf Menschen treffe, die einfach andere Biografien haben als ich und auch andere Interessenslagen. Natürlich ist jemand, der im B2B, also im Geschäftsumfeld etwas sucht, nicht nur eine Person, sondern auch jemand, der eine Verantwortung für eine Rolle hat und für eine Funktion. Aber trotzdem geht es darum, herauszufinden, was die Interessenslage eines Unternehmens ist. Und da kann ich mir schon mal ein paar Gedanken machen, wo das wirklich hängt. Das kennt ihr sicher auch, das ist so ein Modell, wo ich sage, quasi gesagt ist nicht gehört, gehört ist nicht verstanden. Letztendlich ist das, wenn ich jemanden dann einfach nur mal niederquatsche mit einem Interessen oder glaube zu wissen, für was er sich interessiert, kommt eigentlich am Schluss relativ wenig dabei rüber. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht, weil nämlich diese Interessenslage ist ja nicht so, dass jetzt eine Firma gerade wartet, dass ich da daherkomme. Das ist ein Chart, wo es darum geht, in der HR-Szene, welche Plattformen könnten für einen Personaler interessant sein, wenn er sich mit dem Thema Recruiting und Employer Branding beschäftigt. Das sind alles Plattformen, die so da sind und in den letzten Jahren dazugekommen sind. Da oben taucht irgendwo Firstbird und Kununu auf. Also einer von vielen. Und zu tun, als sich jetzt genau darum zu kümmern, welche Plattformen gibt es alle und was könnte da interessant sein. Jetzt gehe ich ein bisschen schneller, ein bisschen durch das Thema durch. Es gibt so vier Trends, die sich in den letzten Jahren sehr stark herausgearbeitet haben, auch in dem Thema Digitalisierung. Kostenlos und sofort, asynchrone Kommunikation, flexibel und vielleicht und Big und Small Data. Den letzten Punkt lasse ich weg, da geht es viel um das Thema digitales Marketing, Targeting und so weiter. Ich möchte aber auf die ersten drei eingehen, weil das ist etwas, was uns in der tagtäglichen Arbeit ziemlich stark beeinflusst. Digital heißt, Informationen sind im Überfluss eigentlich vorhanden und letztendlich im Kern ist das eigene Interesse der Motor, wenn ich auf der Suche bin nach Informationen. Das Zweite ist, wenn ich mir die ZIP 2 anschauen will, dann muss ich nicht um 20 Uhr ORF einschalten, sondern ich kann das später auch noch machen oder am nächsten Morgen oder wann immer ich möchte. Das heißt, das Thema, wann ist meine Targetgruppe, wann sind meine Nutzer online und schauen sich bestimmte Dinge an, hat nicht mehr damit zu tun, dass ich jetzt gerade unterwegs bin und da bin, hat aber für eine Plattform in der Erreichbarkeit, vor allem wenn ich ein weltweites Business mache, ziemlich große Auswirkungen. Und
Wenn ich mir heute einen Film anschauen möchte, dann habe ich auf Netflix jederzeit die Möglichkeit, wieder einzusteigen, wo ich war. Und das Letzte, und das ist vielleicht das, was mich jetzt auch persönlich am meisten beschäftigt, was auch mit den beiden Themen davor zu tun hat, dass, und das kennt ihr sicherlich auch, ihr seid irgendwo auf einem Weg zu einem Treffen mit Freunden, Freundinnen, und 5 Minuten vorher kommt eine WhatsApp, du, ich habe doch keine Zeit, oder ich bin gerade woanders, oder ich habe keine Lust, oder was auch immer. Und das ist etwas, was sich in den letzten Jahren, finde ich, sehr stark herausgearbeitet hat oder sehr stark manifestiert hat, was aber große Auswirkungen hat, weil ich kurzfristig anders entscheide, häufige Absagen. Dadurch kriege ich kürzere Fristen gesetzt. Benching und Ghosting kennen vielleicht manche, das sind so Buzzwords aus dem Dating-Bereich. Benching, so auf die lange Bank schieben, Ghosting, sich nicht mehr melden, das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Wenn ich mit einem Kunden zu tun habe und auf einmal meldet er sich nicht mehr erreichbar, Handy hebt nicht mehr ab und so weiter. Das sind Dinge, die in den letzten Jahren mehr und mehr gekommen sind. Da war früher schon mehr Verbindlichkeit da. Und das ist aber ein Punkt, dass ich in dieser Verbindlichkeit von Anfang an drin bin. Das heißt, eine Aufgabe, Vertrauen aufzubauen, relativ schnell zu sagen, okay, das ist ein Mensch, mit dem möchte ich auch Geschäft machen. Mir ist es letzte Woche passiert. Ich hatte heute Morgen einen Call mit einer Berliner Agentur und letzte Woche am Freitag ist der Termin zustande gekommen, weil wir gesagt haben, wir hören uns am Freitag. Am Freitag war ein sehr dehnbarer Begriff, war im Endeffekt so, dass ich die Dame dann nicht erreicht habe und dann habe ich gedacht, shit, schon wieder reingefallen. Und somit haben wir uns für heute auch für 10 Uhr einen Termin ausgemacht und das hat dann auch gehalten. Das heißt, so ein Tipp ist, in dieser Verbindlichkeit von Anfang an in Gesprächen auch zu bleiben, weil das auch den Ton setzt für die ganze Zeit der Zusammenarbeit. Und ja, das sind eigentlich so meine zwei Themenpunkte, die ich euch gerne heute mitgeben würde. Das eine ist das Interesse wecken. Überlegt euch mal, was das für euch bedeutet, für euer Unternehmen, für eure Zielgruppe. Und das zweite ist, achtet so in den nächsten Tagen oder generell im Leben so ein bisschen auf das Thema Vertrauensaufbau und Verbindlichkeit, weil das wird euch sicher mehr Geschäft bringen. Vielen Dank.